Hey Leute, hier hätte ich euch jetzt den überarbeiteten Oberon mitgebracht. Oberon hat vor ein paar Wochen einen Rework bekommen und ich muss ganz ehrlich gestehen, Oberon ist in meinen Augen jetzt, naja, immer noch genauso schlecht wie vorher. Es gibt ein, zwei Verwendungsmöglichkeiten, die man ihn akzeptabel benutzen kann, aber alles in allem ist Oberon einfach immer noch ein reiner Fun-Warframe und wenn wir nicht ein Augment hätten, mit dem wir unsere Verbündeten buffen könnten, wie mit allen anderen Elementar-Warframes auch, wäre er für mich wirklich auf demselben Niveau wie Atlas und Nesha, also reiner Fun in meinen Augen. Wie bereits erwähnt, es gibt ein Elementar-Buff-Bild für Oberon, der wird manchmal benutzt, aber sowas zu benutzen ist auch ganz, ganz selten, also erhofft euch da nicht zu viel. Gut, die Stats von Oberon sind 150 Energie, 375 Gesundheit, 150 Rüstung und 300 Schild. Und bevor man auf Oberon genau eingeht, sollte man zwei Sachen wissen. Er ist als Paladin gedacht, das bedeutet, er soll tanky sein bzw. widerstandsfähig sein und gleichzeitig ein bisschen Damage drücken können. Und wenn man Oberon spielt, muss man einfach wissen, was der Strahlungsstatus-Effekt ist. Für die, die es nicht wissen, Strahlungsstatus-Effekt setzt sich zusammen aus Feuer- und Elektroschaden. Dann haben wir Strahlungsschaden, wenn wir beides kombinieren. Und wenn der Proc ausgelöst wird, also der Status-Effekt, ist der Gegner davon 12 Sekunden lang betroffen. In diesen 12 Sekunden wird der Gegner anfangen, das anzugreifen, was ihm am nächsten ist. Also von Spieler oder Gegner her gesehen. Bedeutet, wenn zwei Gegner nebeneinander stehen, der eine vom Strahlungseffekt betroffen ist, wird er anfangen, den anderen Gegner anzugreifen und der andere Gegner wird sich wehren und nochmal zurückschießen. Also greifen die beiden sich dann gegenseitig an. Wenn wir jetzt aber näher an dem betroffenen Gegner dran sind als ein anderer Gegner, wird der Gegner wieder uns angreifen. Also merkt euch einfach, ein von Strahlung betroffener Gegner greift immer das Ziel an, das ihm am nächsten ist, egal ob Freund oder Feind, von ihm aus gesehen. Gut, fangen wir an. Die erste Fähigkeit, sagen wir mal, oder die passive Fähigkeit von ihm, bufft unseren Begleiter, also Cavert oder Kupro, und der bekommt dann erhöhte Gesundheit, erhöhte Rüstung und erhöhte Schilde. Zusätzlich, wenn unser Begleiter umfällt, wird er einmal pro Mission sofort wieder auf die Beine gestellt. Also ist akzeptabel, aber jetzt nichts, was man wirklich bräuchte. Die erste Fähigkeit von Oberon wäre jetzt Peinigen. Peinigen wurde gebufft im Vergleich zu vorher, ist jetzt einfacher zu verwenden, beziehungsweise verwendet sich viel flüssiger. Und zusätzlich machen wir jetzt auch mehr Schaden als vorher. Die Fähigkeit, für die es nicht wissen, funktioniert so, dass wir einen Gegner anvisieren müssen, das dann auf den Gegner draufcasten und stellt es euch dann einfach so vor, als dass wir einen Tennisball auf den Gegner draufschmeißen. Der Ball macht dann 500 Schaden, aufgeteilt 50% Einschlagschaden, 50% Strahlungsschaden. Und von dem getroffenen Gegner gehen dann nochmal 6 neue Bälle weg. Diese 6 Bälle sind zielsuchend und wir können sogar mehrere Gegner mit demselben, wir können sogar einen Gegner mit mehreren Bällen treffen. Das funktioniert aber nur, wenn wir mehr Bälle oder Kugeln haben als Gegner. Die Kugeln, die jetzt von dem ursprünglichen Gegner weggehen, machen nur noch 150 Schaden, aber haben dafür jetzt einen Bonus, das ist der Damage Boost, den ich eben meinte, in Höhe von 35% des Maximallebens des Gegners, den wir ursprünglich anvisiert haben. Aber diese 35% werden geteilt durch die Anzahl der Kugeln. Das Ganze skaliert mit Fähigkeiten. Nein. Der Bonus-Damage skaliert nicht mit Fähigkeitenstärke, aber die Anzahl der Kugeln. Das heißt, rein theoretisch, jetzt wirklich nur rein theoretisch, wenn wir das Maximum aus diesem Lebensboost rausholen wollen würden, müssten wir auf minimale Stärke gehen, damit wir nur 2 Kugeln haben und jede dieser Kugeln 17,5% des Maximallebens des ursprünglichen Gegners an Schaden machen. Macht aber in meinen Augen nur Sinn. Naja, in meinen Augen macht es gar keinen Sinn, aber das lohnt sich wirklich nur, wenn wir einen Gegner haben, der wirklich massivst mehr Leben hat als die anderen Gegner. Also zum Beispiel ein Heavy Gunner unter 20 Batschern oder so. Das würde dann vielleicht Sinn machen. Oder wenn wir eine Trinity mit Welle des Lebens oder wie das heißt, also die 1 von Trinity dabei haben, die das auf einen Gegner draufcastet und der dann auf einmal 10-faches Leben hat. Dann könnte das vielleicht Sinn machen. Als kleines Gegenbeispiel, wenn wir jetzt maximale Stärke drin hätten, hätten wir 17 Kugeln und jede Kugel würde nur noch 2% des Maximallebens des Gegners machen. Also
Naja, ob sich das lohnt. Die Kugeln haben eine Reichweite, eine Zielsuchreichweite von 12,5 Metern und haben und machen 150 Schaden, habe ich eben bereits erwähnt. Die Fähigkeit als solche hat eine Reichweite von 50 Metern und hier skalieren drauf Fähigkeiten Stärke, Fähigkeiten Dauer, Fähigkeiten Reichweite. Für die, die sich wundern, weshalb Fähigkeiten Dauer, es liegt einfach daran, die Kugeln, die von den Gegnern weggehen, haben eine Dauer, die sie da sind. Und wenn wir auf maximale Dauer gehen, sind unsere Projektile 33,84 Sekunden vorhanden. Oder halt bis sie einen Gegner treffen. Aber in meinen Augen ist das ein Wert, den man absolut vernachlässigen kann. Mit maximaler Reichweite hätten wir eine Cast-Reichweite von 125 Metern und eine Projektilreichweite von 31,25 Metern. Und mit maximaler Stärke würden wir 1495 Schaden direkt machen und jedes unserer Projektile 448,5 Schaden. Muss ich hierzu jetzt noch irgendwas erwähnen? Naja, jeder getroffene Gegner hat eine geringe Chance, von Strahlung betroffen zu werden. Ihr wisst ja, was das bedeutet, habe ich eben erklärt. Genauso eine geringe Chance, von Durchschlag betroffen zu sein, was den Schaden um 30% für 6 Sekunden reduziert. Und das war's eigentlich. Ich zeige euch jetzt die Fähigkeit. Ah nein, das war's nicht. Es gibt halt noch ein Augment dafür. Das zeige ich euch gleich noch. Das ist dieses Elementar-Augment, mit dem wir unsere Verbündeten buffen können. Also ich caste das jetzt auf den Gegner drauf. Und ihr seht, da sind die Projektile jetzt weggeschossen. Hier sind jetzt 3 Gegner davon betroffen. Und schaut mal, wie die Projektile jetzt zurückkommen und sich neue Gegner suchen. Das heißt, wenn ich jetzt genug Energie habe, kann ich das wirklich spammen. Aber ihr dürft nicht vergessen, das hier sind jetzt nur korrumpierte Schlechter, Level 80. Also überhaupt keinen Gegner, den man eigentlich schwerten kann. Das Interessanteste hier ist eigentlich wirklich der CC-Aspekt. Und ja. Eine Sache würde ich jetzt doch noch gerne ausprobieren, habe ich ja eben kurz erwähnt. Man könnte ja einen Kanonier neben einen Butcher stellen. Dann müssten theoretisch ja alle Kugeln auf den Butcher jetzt losgehen. Okay, hat funktioniert. Aber als kleines Beispiel hier der Kanonier. Der kriegt nicht wirklich was an Schaden. Auch wenn jetzt alle Kugeln, da habe ich vorher gar nicht dran gedacht, alle Kugeln jetzt auf ihn selbst nochmal zurückfliegen. Wird halt reduziert durch die Rüstung. Bedeutet aber theoretisch, wenn wir einen Gegner haben, der nicht durch Rüstung betroffen ist, wie zum Beispiel ein Uralter, nehmen wir einen giftigen Uralten, Gegner Level 80, müssten theoretisch 3 Casts ausreichen oder 4, um ihn zu töten. In der Theorie. Aber in der Praxis sieht es leider auch anders aus. Ich zeige euch das gerade nur, damit ihr wirklich ein bisschen ein Gefühl davon habt, was ich hier meine. Wir können es jetzt natürlich auch spammen, aber vergesst nicht, der Gegner hier ist jetzt nur 80. Der wird immer mehr Leben haben. Auch wenn der Damage eigentlich prozentual sein sollte, aber der wird halt eben runterskaliert durch verschiedene Faktoren. Weiter geht's. Augment. Das Augment habe ich eben bereits erwähnt. Bufft halt eben diese Fähigkeit. Wir können das jetzt auf Verbündete draufcasten und die Verbündeten bekommen halt eben 100% Strahlungsschaden. Skaliert mit Fähigkeiten Stärke bedeutet maximal 300% und das ist schon ein ordentlicher Teamboost. Müssen wir halt auf jeden Verbündeten dann einzeln draufcasten. Aber wenn wir Oberon im höheren Level spielen wollen, dann meistens als Buff-Frame und von daher ist es akzeptabel. Die zweite Fähigkeit wäre Heiliger Boden. Diese zweite Fähigkeit ist jetzt eine dieser Fähigkeiten, mit denen ich selbst persönlich nichts anfangen kann. Sie ist nicht schlecht, einfach nur sehr speziell zu benutzen, aber sie kann unter Umständen ganz nett mit anderen Fähigkeiten synergieren, also mit der 2 und der 3, aber das sind jetzt eher so Spielereien, die man Low Level benutzt. Die Fähigkeit als solche wurde ein kleines bisschen angepasst, also vorher, wenn wir die Fähigkeit gecastet haben, hat einfach nur ein kleines Rechteck vor uns geleuchtet und jetzt, wenn wir die Fähigkeit casten, wird in einem 180 Grad Radius vor uns eine Fläche anfangen zu leuchten und die hat doch schon eine beachtliche Größe. Was interessant ist, ist, dass wenn wir mehr als 234 oder genau 234% Fähigkeiten Reichweite haben,
dass aus den 180 Grad, die dann vor uns leuchten, 360 Grad werden, bedeutet, wir machen einfach einen riesigen Kreis um uns rum. Das Ganze möchte ich euch einfach gerade einmal zeigen. Also wir haben es jetzt da unten castet, es leuchtet da vor uns und es leuchtet hier auch hinter uns. Das kann ich mir in Situationen, zum Beispiel in Defense-Situationen, schön vorstellen. Wir sind am Cryopod, casten das einmal und kein Gegner kann sich jetzt mehr so easy von hinten ran sneaken, weil der bekommt dann auch den Damage ab, zwar nicht so viel, aber er bekommt vielleicht einen Strahlungsbrock ab und es ist halt eben schon eine ordentliche Fläche, die hier am Leuchten ist. Was macht diese Fläche überhaupt? Diese Fläche macht jedem Gegner, der sie betritt, jede halbe Sekunde 100 Strahlungsschaden, hat eine 50% Statuschance, das skaliert mit Fähigkeiten Stärke. Und zusätzlich, jeder Verbündete, der auf dieser Fläche draufsteht, bekommt nochmal, jeder Verbündete, der draufsteht, wird immun gegen feindliche Statuseffekte. Bedeutet, wir machen das auf dem Pott und können theoretisch nicht mehr weggezogen werden, nicht mehr umgestoßen werden oder sonst was. Also, das kann ganz nett sein, aber für mich persönlich ist das jetzt nichts. Was man wissen muss, rein theoretisch war es zumindest früher so, dass diese Fähigkeit vom Damage-Potenzial eine der stärksten war, die wir hatten. Das liegt daran, Also, hier skaliert drauf Fähigkeiten Dauer, Fähigkeiten Stärke und Fähigkeiten Reichweite. Wenn wir auf mehr Stärke gehen, machen wir mehr Damage pro Tick. Wenn wir auf Dauer gehen, dauert die Fähigkeit länger und wir machen mehr Ticks. Und wenn wir auf Reichweite gehen, habt ihr gesehen, was passiert. Bedeutet, wenn wir auf maximale Dauer gehen, haben wir 56,4 Sekunden Dauer. Wenn wir auf maximale Stärke gehen, machen wir pro Tick 284 Strahlungsschaden. Das bedeutet, 2 Ticks pro Sekunde, 56 Sekunden lang. Heißt, wenn ein Gegner da drin stehen bleiben würde, würden wir richtig, richtig, richtig viel Strahlungsschaden an dem machen. Aber kein Gegner, oder wir wollen zumindest nicht, dass ein Gegner überhaupt 56 Sekunden überlebt. Aber es war zumindest schon mal ein Mega-Damage-Potenzial. Was danach ganz interessant gewesen ist, war, als ein Augment für diese Fähigkeit rauskam, mit dem wir den Heiligen Boten zur sofortigen Detonation bringen konnten und den gesamten Damage auf einen Schlag freisetzen konnten. Das ist wirklich massiver Damage, den wir da freisetzen können. Aber in meinen Augen lohnt sich's nicht. Es ist stärker als die Ulti, die wir auch als Damage-Fähigkeit benutzen können. Aber bei der Ulti haben wir halt eben den Vorteil, die ganzen Gegner sind dauerhaft gestunt. Bei Heiligen Boten haben wir diesen Effekt leider nicht. Bedeutet, wir aktivieren und deaktivieren die Fähigkeit und wenn der Gegner nicht stirbt, wird er uns angreifen und wir werden sterben. Also, ist leider nicht das Wahre. Ich habe es ausprobiert gehabt, also Level 80er Butcher hatte ich jetzt, glaube ich, über 15.000 Schaden gemacht mit einmal Heiliger Boden, aktivieren und deaktivieren. War natürlich viel besser als die Ulti war, ganz klar. Aber nicht alle Gegner sind immer direkt gestorben oder haben sich aus einer anderen Richtung einfach angeschlichen gehabt und ich war tot. Also leider nicht so ganz das Wahre. Ansonsten muss man hierzu eigentlich nicht viel wissen. Ich habe bereits kurz erwähnt, dass es mit den anderen beiden Fähigkeiten ganz nett synergiert. Wie gehe ich bei der jeweiligen Fähigkeit drauf ein? Und die einzige Sache, die ich noch sagen sollte, ist, dass die Gegner wirklich den heiligen Boden berühren müssen. Bedeutet, Gegner, die drüber springen oder drüber fliegen, sind nicht von dieser Fähigkeit betroffen. Und damit kommen wir jetzt zur dritten Fähigkeit und meiner Meinung nach die beste Fähigkeit von Oberon. Regeneration ist jetzt die Fähigkeit, die Oberon wirklich zum Paladin oder Tank macht. Stellt euch so vor wie eine Kombination aus der Wukong Unverwundbarkeit und der Trinity Blessing, also Segen. Wenn wir es richtig gemottet haben, sind wir wirklich fast unverwundbar. Also das ist schon cool. Aber auch nur im niedrigeren Levelbereich, beziehungsweise ich sag mal bis Level 100, 145 maximal. Also ich würde bei 100 schon aufhören mit Oberon, wenn ich ihn überhaupt erst so weit spielen würde. Diese Fähigkeit wurde jetzt stark überarbeitet, ist eine Toggle-Fähigkeit. Wenn wir sie aktivieren, können wir keine Energie außer durch Energiekugeln und Zorn wiederbekommen. Und wir verbrauchen pro Sekunde 2 Energie. Für jeden Verbündeten, der davon betroffen ist, nochmal 3 Energie. Und wir bekommen pro Sekunde 40 Leben wiederhergestellt. Wenn wir Regeneration aktivieren,
Wenn jemand von Regeneration betroffen ist, der gerade auf heiliger Boden steht, bekommt er für die gesamte Dauer von Regeneration einen Rüstungsbonus von 200. Und wenn Regeneration ausläuft oder deaktiviert wird, nochmal bleibt der Bonus bestehen über einen Zeitraum von nochmal 20 Sekunden. Wenn wir das aktivieren, wird eine Schockwelle, stellt sich wie eine Schock- oder Energiewelle von Oberon ausgehen. Die breitet sich über 25 Meter aus. Und das über 4 Sekunden. Jeder Verbündete, der in diesen 25 Metern ist, bekommt den Effekt von Regeneration. Danach darf er sich auch weiter als die 25 Meter von uns wegbewegen und hat immer noch den Buff. Aber er muss zum Cast-Zeitpunkt oder bis ihn die Welle berührt, in diesem Bereich drin bleiben. Hier gibt's jetzt ganz, ganz, ganz viele interessante Sachen. Also, ich habe ja gesagt, wir bekommen Leben über Zeit wieder. Das können wir genial kombinieren, wenn wir jetzt die Mods Zorn und schnelles Denken nehmen. Was macht Zorn? Wenn wir Schaden bekommen, wird 40% des Schadens in Energie umgewandelt. Wenn wir sterben sollten, wird unsere Energie in Leben umgewandelt. Und nicht zu vergessen, wir haben dann die Fähigkeit noch aktiv, was bedeutet, wir bekommen jede Sekunde Leben wieder. Hier muss man jetzt wissen, das Leben über Zeit skaliert mit Stärke. Bedeutet, wenn wir jetzt einen guten Bild haben, bekommen wir 100, 150, 200 Energie. Ja, ich glaube sogar 200 Leben die Sekunde wieder. Also, nee, warte. 150 Leben die Sekunde können wir maximal wiederbekommen. Das ist schon richtig, richtig viel. Also ihr müsst mal bedenken, Oberon hat ein Base-Leben von 375. 3 Sekunden, ich bin voll geheilt. Dazu kommt, wir können theoretisch einfach unseren heiligen Boden aktivieren, dann Regeneration casten, während wir auf dem heiligen Boden draufstehen. Und unser Rüstungsbonus skaliert auch mit Fähigkeiten Stärke, was bedeutet, wir bekommen massivst reduzierten Schaden. Also auch nochmal ganz cool. Was sollte man noch wissen, wenn man mit dieser Fähigkeit spielen möchte? Ach ja, Verbündete, die sterben sollten, haben einen Bleed-Out, also eine Ausblutzeitreduktion von 45%. Wobei eigentlich die Ausblutzeit wird erhöht, also die Ausblutungszeit wird verlangsamt, das ist der richtige Ausdruck, um 45%. Und hier skalieren jetzt einige Sachen drauf. Als Beispiel, wenn wir auf maximale Dauer gehen, werden die 4 Sekunden hier reduziert auf 3,5 Sekunden. Das bedeutet, die Fähigkeit wird schneller. Also das verhält sich in dem Fall umgekehrt proportional. Und mit maximaler Fähigkeitendauer hätten wir eine Ausblutungserhöhung von 126,9%. Das ist schon mal ziemlich viel. Wenn wir auf maximale Stärke gehen, oh, da habe ich mich jetzt im Kopf absolut verrechnet oder die Wiki ist falsch. Hätten wir einen maximalen Heal von... Nein, komm, hier ist die Wiki falsch, das kann nicht stimmen. Also, wenn wir auf maximale Stärke gehen, haben wir einfach nur einen ziemlich starken Heal pro Sekunde. Ich gehe mal von 160 die Sekunde aus. Gut, das Ganze möchte ich euch jetzt mal ein bisschen zeigen. Als allererstes, ich caste jetzt hier meinen geheiligten Boden, gehe drauf, aktiviere jetzt die 3 und jetzt seht ihr oben eiserne Erneuerung, das ist dieser Rüstungsbonus von 538. Das ist richtig viel. Als nächstes, ich hole mir jetzt mal Level 80er Gegner, ich habe ja gesagt, Oberon ist kein High Level. Dann hole ich mir hiervon, oh, 20 Stück sind vielleicht ein bisschen viel. Wenn die auch mal auf mich schießen würden, wäre es ja echt schön. Ich habe keine Ahnung, was die da gerade machen. Aber ihr seht, mein Leben regeneriert sehr schnell. Meine Energie ist eigentlich die ganze Zeit voll. Jetzt wurde schnelles Denken ausgelöst. Und trotzdem ist meine Energie eigentlich immer noch voll. Das bedeutet, die Gegner müssen schon richtigen Burst Damage machen, damit ich hier mal sterbe. Oder wirklich sehr, sehr, sehr lange Damage am Stück auf mich drauf machen. Und ihr seht, mein Leben ist schon wieder, meine Energie ist schon wieder voll. Das heißt, wenn man ein bisschen dabei spielt, ein bisschen durch die Gegend rennt, Damage auf die Gegner macht, Fähigkeiten castet, man ist wirklich ein richtiger Paladin, also man hält schon was aus.
Ansonsten sollte ich noch eine Sache erwähnen. Das Arsenal ist leider buggy, was die Stats angeht. Zeig-Stats mit Mods, da seht ihr, Energie pro Ziel ist auf 3 reduziert oder auf 3 gemacht. 3 ist auch der Standardwert. Und blau. Blau bedeutet, Mods wirken sich nicht hierauf aus. Das ist aber absolut falsch. Mods wirken sich auf die Energie pro Ziel aus, aber ich weiß leider nicht, wie stark. Ich muss gestehen, ich habe Missionen gespielt, ich hatte hier meine 2 Energie pro Sekunde, die ich für mich selbst hatte, hatte noch 2 oder 3 Verbündete getroffen, ich hatte auch noch die ganze Zeit volles Leben, also ich weiß nicht, wie stark es sich drauf auswirkt, aber das kann man ja ganz leicht beeinflussen. Ich habe hier bereits erwähnt, es ist eine Toggle-Fähigkeit, das bedeutet, Effizienz wirkt sich hier drauf aus und Fähigkeitendauer wirkt sich drauf aus. Heißt, wenn uns der Energieverbrauch zu hoch ist, müssen wir einfach nur mehr Dauer oder mehr Effizienz reinmachen oder beides und schon geht unser Energieverbrauch gegen Null. Als kleines Beispiel, ich habe gerade einen Energieverbrauch von 2 die Sekunde und wenn ich auf minimalen Energieverbrauch gehen würde, hätte ich für mich selbst einen Energieverbrauch von 0,5 die Sekunde. Das ist gar nichts. Aber ihr habt es gerade gesehen, selbst mit meinen 2 pro Sekunde, ich war dauerhaft bei voller Energie. Müsst ihr halt eben für euch entscheiden, wie ihr das spielen wollt. Aber da gehen wir nachher beim Bild nochmal genau drauf ein. Da es eine Toggle-Fähigkeit ist, solltet ihr wissen, ihr könnt solange keine Energieplättchen benutzen, nur Energiekugeln aufsammeln oder halt eben Energie durch Zorn bekommen. Und Trinity Energievampir funktioniert auch nicht, genauso wenig wie der Zenoric Focus Tree. Okay, war jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander gewesen, aber ich denke, ich habe alles zusammenbekommen und wir können jetzt eigentlich direkt zur letzten Fähigkeit Abrechnung kommen. Abrechnung wurde jetzt auch eigentlich nochmal ganz gut überarbeitet. Also sie ist weitaus besser als vorher, die Fähigkeit, aber naja, ich weiß nicht. In meinen Augen ist sie momentan eher eine CC-Fähigkeit als wirklich eine Damage-Fähigkeit. Aber mit dieser Fähigkeit können wir Gegner wirklich, wirklich lange stunnen oder sie auch einfach lang im Stun halten, weil wir diese Fähigkeit immer wieder und wieder aktivieren können. Wenn wir diese Fähigkeit aktivieren, wird jeder Gegner in einem 15 Meter Radius um uns herum in die Luft gehoben und auf den Boden geschleudert. Zusätzlich erhält er einen Strahlungsbrock, bedeutet, ihr wisst, was das bedeutet, auf jeden Fall, die gehen dann 12 Sekunden lang aufeinander los. Aber der Gegner ist gestunt, während ihr ihn hochhebt. Er ist gestunt, nachdem ihr ihn auf den Boden geklatscht habt, weil er dann erst wieder aufstehen muss. Und in der Zeit könnt ihr einfach nochmal neu die Fähigkeit casten und die Gegner so im Dauerstun-Lock halten. Also, das ist nicht zu unterschätzen als Stun. Ja, hier muss man jetzt einige Sachen wissen. Die Gegner, die überleben, machen einen kleinen Blind, ähnlich wie beim Excalibur-Blind. Das bedeutet, jeder Gegner, der nicht von der Fähigkeit betroffen ist, aber in einem 4 Meter Radius um einen betroffenen Gegner rum ist, wird für 4 Sekunden geblendet, bedeutet Bonusschaden. Dann, jeder Gegner, der von einem Strahlungseffekt betroffen ist, bekommt 625 Bonus Strahlungsschaden. Ach ja, die 1250 Schaden, die wir mit der Fähigkeit an sich machen, sind halb-halb, Einschlag und Strahlung. Dann, 15 Meter Reichweite habe ich bereits gesagt. Wenn ein Gegner durch diese Fähigkeit stirbt, hat er eine 50% Chance, eine Gesundheitskugel zu droppen. Und jetzt wird's interessant, wenn Heiliger Boden aktiv ist und ein Gegner auf dem Heiligen Boden steht, von der Ulti getroffen wird, wird seine aktuelle Rüstung um 30% reduziert. An sich ist es ganz interessant. Oder zumindest in der Theorie wäre es interessant. Aber eine Kombination aus Heiliger Boten und Abrechnung und Fähigkeitenstärke und Fähigkeitendauer, dabei kommt nichts Gutes raus. Also ich habe Builds probiert und das Beste, was ich in einem Bild hatte, den man auch wirklich aktiv benutzen konnte, war dann eine Rüstungsreduktion von 33-40% der aktuellen Rüstung. Das ist nichts. Also es ist schon einiges. Man muss es jetzt richtig ausdrücken. 30-40% von einem Gegner Level 145 ist ordentlich viel an Rüstung, die wegfällt. Aber wenn man die Ulti jetzt spammen möchte, ist das gar nichts. Wenn die gegnerische Rüstung komplett entfernen möchte, ist das gar nichts. Also egal wie man es dreht und wendet, es lohnt sich leider nicht wirklich darauf zu spielen. Also selbst mit maximaler Stärke habe ich es nicht geschafft, mit einem Cast die Rüstung komplett zu entfernen. Und ich glaube, mit einem normalen Bild, den man auch im normalen Gameplay benutzen kann, hatte ich um die 15 bis 20 Casts gebraucht, um die gegnerische Rüstung komplett wegzubekommen. Also leider alles andere als überzeugend.
Blind Mechanik habe ich bereits erwähnt. Rüstung, ja, okay. Rüstung entfernen auch. Das bedeutet maximale Stats. Wenn wir auf maximale Dauer gehen, haben wir eine Blinddauer von 11,28 Sekunden mit maximaler Reichweite 37,5 Metern Reichweite und 10 Meter Blendreichweite. Und mit maximaler Stärke würden wir 3737,5 Damage machen. Gesundheitskugelchance ist nicht beeinflussbar durch Fähigkeitenstärke. Und ich möchte nur noch mal erwähnen, falls ihr die Ulti wirklich spielen wollt, in Kombination mit Heiliger Boden, braucht ihr Ausdehnung und Überdehnt, also beide Mods. Durch Überdehnt fällt viel Stärke weg, was bedeutet, die Rüstungsreduktion wird niemals wirklich durch die Decke gehen und wir brauchen zusätzlich auch noch Fähigkeiten Dauer, damit Heiliger Boden eine Weile aktiv ist und wir es nicht nachcasten müssen. Denn wenn wir Heiliger Boden nachcasten müssen, besteht die Gefahr, dass Gegner uns angreifen können, weil sie nicht mehr Dauer gestunt sind und naja, nicht wirklich überzeugend. Kommen wir zu den Builds. Ich habe für euch drei Builds vorbereitet. Ich muss gerade schauen. Der Bild hier ist jetzt falsch. Das habe ich eben kurz geändert gehabt. Da muss ein engstirnig Stufe 6 rein. Und dann fangen wir hier an. Ihr seht jetzt, ich habe die Builds sogar mal benannt. Paladin ist einfach mein Tank-Bild, Buff ist der Buff-Bild und Damage ist der Ulti-Spam-Bild. Beim Ulti-Spam-Bild habe ich mich etwas schwer getan, weil da hatte ich wirklich drei verschiedene Builds, die ich testen musste. Einmal wirklich die Ulti-Spam, dann einmal die 2-Spam mit dem Augment und dann noch einmal eine Kombination aus 2 und 4. Ich bin jetzt dabei hängen geblieben, dass ich einfach Oberon voll auf die 4 spiele, einfach so lange die 4 Hämmer, bis die Gegner tot sind oder bis unsere Vermündeten die Gegner getötet haben, die wir im Dauerstun halten. Im Paladin-Bild gehe ich jetzt auf Erholung, damit mein Leben sich pro Sekunde um 3 wiederherstellt. Ist jetzt zwar nicht die Welt, aber in Kombination mit den 70, 80, die wir schon haben, oder Entschuldigung, mit den 100, die wir schon haben, ist das einfach ganz nett. Vor allen Dingen, Energiereck funktioniert hier nicht, was bedeutet, unsere Auren sind generell schon mal eingeschränkt. Und das Einzige, was ich sonst noch empfehlen würde, wäre wachsende Macht. Hat aber halt den Nachteil, wir müssen erst eine Energiekugel einsammeln, um den Fähigkeiten-Stärke-Bonus zu bekommen. Aber wenn wir dann mal diesen Bonus haben, ist das auf jeden Fall besser als Erholung. Also von daher würde ich jetzt gerade auch wachsende Macht drin lassen, aber Erholung ist direkt auf Platz 2. Kraftvolle Trift, blinde Wut Max, flüchtige Stärke, damit wir einen schönen Life-Rack pro Sekunde haben. Prime Kontinuität, damit unsere Kosten runtergehen. Prime Fluss, damit wir einen höheren Energiepool haben. Schnelles Denken, Zorn, die Kombination habe ich euch eben gezeigt. Und Stromlinie, flüchtige Expertise auf Max wieder für die Energiekosten. Hier braucht ihr euch nicht zu wundern, dass ich so viel Energieeffizienz drin habe, weil blinde Wut macht's kaputt. Aber selbst wenn ich blinde Wut nicht drin hätte, wäre ich ja so über dem Effizienz-Cap, aber das wirkt sich auf die Toggle-Fähigkeiten immer noch aus. Bedeutet, solange ihr mit Toggle-Fähigkeiten spielt, geht immer auf die maximale Effizienz, die ihr erreichen könnt. Bei diesem Bild muss man eigentlich nichts beachten, außer dass man nicht wirklich in die Nähe von Gegnern kommen sollte, die uns Energie entziehen. Und dass man, wenn man schon niedrig mit Energie ist, aufhören muss, Fähigkeiten zu casten. Denn, naja, wenn wir niedrig Energie haben, dann zum Beispiel ein Ulti casten, nur noch 10, 20 Energie haben, dann sind wir mal wirklich tot. Aber solange unser Energiepool hoch ist, können wir machen, was wir wollen. Dieser Bild hat jetzt den Vorteil, Moment, dass wir eine Fähigkeitenreichweite von 100% haben und eine Stärke von 269%. Bedeutet, wir können rein theoretisch, ich zeig's euch gerade mal, Regeneration anmachen, danach in die Gegnerhorden reinrennen und anfangen, unsere Ulti ein paar Mal zu spammen. Nicht zu oft, da unsere Energie dann weg wäre. Aber ihr seht, ich kann hier locker jetzt 3-4 Mal meine Ulti casten, ohne dass ich meine komplette Energie verliere. Danach lasse ich mich ein paar Mal treffen, stelle Energie wieder her, im Idealfall, renne dann weg, lasse mein Leben sich wieder auffüllen und bin dann wieder voll. Das da war jetzt etwas unglücklich gewesen, aber ihr seht, worauf es dann ungefähr ankommt. Also ihr seht auch gerade, dieser Tankbild ist nicht perfekt. Also Inaros oder Rhino machen da einen viel, viel besseren Job, ganz klar. Aber Oberon ist einfach, naja, es ist einfach was ganz anderes. Es macht ein bisschen Spaß, weil man muss wirklich auf die Energie achten, aufs Leben achten. Man muss einfach darauf achten, dass alles stimmt.
Ein Buff-Bild benutzen wir normalerweise nur gegen stärkere Gegner, bedeutet, wir machen dann auch ätzende Projektion rein, zusammen mit interagierender Drift. Bedeutet, wir brauchen theoretisch nur dreimal ätzende Projektion, wenn das jeder macht. Und der vierte kann irgendeine andere Aura mitnehmen, die vielleicht ein bisschen mehr Sinn macht. Dann haben wir kraftvolle Drift, blinde Wut, Verstärken, flüchtige Stärke für maximale Stärke. Energieumwandlung lohnt sich hier nicht. Flüchtige Expertise, Stromlinie für Effizienz und peinigender Fluss, damit wir überhaupt den Buff auf die Verbündeten drauf machen können. Engstirnig für mehr Dauer. Normalerweise mache ich hier engstirnig auf Stufe 6 rein und noch einen Stretch-Mod, aber unsere Fähigkeit hat an sich schon einen Radius von 50 Metern und selbst mit engstirnig haben wir noch einen Radius von 17 Meter, was absolut ausreichend ist. Rein theoretisch können wir Stromlinien noch durch einen Dauermod ersetzen oder einen Reichweite-Mod, könnt ihr euch selbst aussuchen, aber alles in allem würde ich den Build wahrscheinlich so lassen. Der Damage-Build habe ich ja eben bereits erwähnt, zwischen welchen drei Builds ich hier geschwankt habe. Da habe ich Energieregeneration drin, naja, weil wir die Fähigkeit am Spam sind und zusammen mit Zenurik haben wir einen wirklich, wirklich guten Energiereg. Kraftvolle Drift und flüchtige Stärke für Stärke. Blinde Wut nur auf 2, damit wir durch flüchtige Expertise und Stromlinie auf Max immer noch an unserem Effizienzcap sind. Bedeutet, jedes Mal Ulti-Casten kostet uns nur 25 Energie. Primed Fluss für einen höheren Energiepool. Naturtalent, damit wir unsere Fähigkeit schneller casten können, überdehnt, damit wir eine ordentliche Reichweite haben. Und wieso um Gottes Willen habe ich hier Primed Kontinuität drin? Das ist anscheinend noch ein Überbleibsel aus meinem letzten Bild, das ist natürlich falsch. Da machen wir stattdessen Verstärken rein, weil Dauer brauchen wir gar nicht. Die Dauer wäre nur interessant, ach ja, deshalb hatte ich es drin, um zu testen, ob die Dauer sich nur auf den Strahlungseffekt auswirkt. Tut sie nicht. Die Dauer wirkt sich nur auf das Blenden aus und ganz im Ernst, ob wir jetzt 0,5 Sekunden Blenden haben oder 2,7 Sekunden Blenden, uns sollte das eigentlich ziemlich egal sein. Falls wir ein bisschen was am Blenden haben wollen würden, müssen wir hier auf Dauer gehen, ansonsten bringt uns einfach Stärke mehr. Gut, das wär's soweit zu den Builds. Alternativen würde mir eigentlich nicht viel einfallen, bei dem Build eigentlich gar nichts. Ich habe ja eben bereits erwähnt, man könnte noch auf ein Hybridbild gehen. Da setzen wir einfach Prime Fluss durch Reichweite und dann Verstärken oder da setzen wir Blinde Wut durch einen Dauermod und schon haben wir ein Dauer-Reichweite-Stärke-Bild, aber der bringt's nicht wirklich. Fürs richtig hohe Level wäre er natürlich besser, ganz klar, aber wir spielen Oberon nicht bis ins richtig hohe Level, von daher lohnt es sich nicht. Bewaffnung kann ich euch eigentlich gar keine Tipps geben. Vielleicht, naja, die Pox hat sich ganz gut gemacht, um die gegnerische Rüstung von einzelnen Gegnern zu entfernen. Vielleicht als Primärwaffe irgendwas, was die Gegner One-Hit weghauen kann, also Dread weckt es sowas. Weil, überlegen wir mal, wir haben jetzt 20 Gegner, dünnen die durch die Ulti aus, bleibt nur noch ein Heavy Gunner übrig, den können wir dann mit der Tread oder der Vectis ganz easy töten. Und als Nahkampfwaffe vielleicht die Atarax. Begleiter, naja, wenn unser Frame uns schon einen Bonus drauf gibt, würde ich dann einen Cooper oder Cavett mitnehmen, was es euch selbst überlassen und das wär's gewesen. Ich muss gestehen, jetzt im Nachhinein, Oberon hat's in sich darüber einen Guide zu machen. Ich hoffe, es war alles verständlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir doch ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.